Als ich geboren wurde, war ich ein Engel. Als Kind wurde ich dann sehr bald ein Junge. Dann wurde ich ein Dichter und ein Sänger. Und dann wurde ich ein Maler. Und dann wurde ich ein begeisterter Fußballspieler. Und dann war mein Leben. Und jetzt im Alter kann ich Geschichten vorlesen. Kinderseite der Epoche von heute heißt: Noch immer lauern Blindgänger. Aus der Reihe Nischen. Eine Groteske. Man denkt ja nicht unablässig daran. Aber wenn es dann mal wieder passiert, sagt man sich, was ja auch jeder weiß, dass es natürlich immer irgendwo noch Blindgänger gibt, die lauern und die hochgehen können. Und dabei ist keiner sicher, ob arm, ob reich, ob Dienstbote oder Bankdirektor, dass es die Vorsehung vielleicht gerade so will und ihn trifft. Denn noch immer lauern Blindgänger. Und deshalb ist auch in der Oberstadt das Sicherheitsgefühl nicht immer vollkommen. So erwischt man sich, wie man zufrieden seufzt, weil man selbst mal wieder verschont geblieben ist, aber nicht wahr? Wie schrecklich für die Betroffenen, und man sagt sich, noch immer lauern Blindgänger. So waren angeblich arme Leute, die sich wie Charles Bukowski sagten, lieber stehlen als hungern, auf die Idee gekommen, dass unterirdische Gänge, Höhlen, U-Bahn und Kanalisationssystem ihrer Stadt anzustechen, um auf gezielten Seitenstichstollen eventuell ganz zufällig eine Kellerwand eines Banktresorraumes zu durchbohren, was aber sehr mühsame Arbeit ist. Und als man von Berlin aus nach sehr langer Zeit endlich ein schwaches Licht am Ende des Tunnels erblicken konnte, war es ein Stadtrundfahrtsbus in Köln am Rhein mit der Werbeaufschrift Commerzbank. Damit die Anstrengung nicht vollkommen umsonst gewesen sein sollte, dachten die Blindgänger, sie könnten zumindest diesen Bus kapern. Aber manchmal treibt es der Zufall wirklich stark und lauert den Richtigen auf. Der Stadtrundfahrtbus war versehentlich bereits von einem anderen Blindgänger gekapert worden, der eigentlich den Bus zum Flughafen nehmen wollte, um ein Flugzeug zu kidnappen,
und jetzt ohne die notwendigen Sprachkenntnisse dem Stadtrundfahrtsbusfahrer nicht klar zu machen vermochte, dass es sich um einen Irrtum handelt, was der aber krumm nahm und daraufhin kurzerhand erschossen wurde. Hätte der Blindgänger dem Busfahrer nur zu verstehen gegeben, dass er zum Flughafen wollte, anstatt der Unmöglichkeit, seinen Irrtum zu erklären versucht, wäre der Busfahrer doch zum Flughafen gefahren, könnte heute noch leben, alles hätte seine Ordnung und wäre keiner weiteren Erwähnung wert. Jedoch anders fanden das nun allerdings auch die Blindgänger aus Berlin. Gaben dem Kölner Blindgänger ein Zeichen, was so viel hieß wie Irren ist menschlich, und den anderen Stadtrundfahrtsbusgeiseln die Anweisung, die Stadtrundfahrtsbusgardinen zu schließen. Daraufhin verließen sämtliche Blindgänger mitsamt dem Bus- und beinahe Flugzeugentführer lauernd den Stadtrundfahrtbus auf dem Wege, auf dem sie gekommen waren, unterirdisch. Nachdem die Blindgänger in Gesellschaft des Blindgängers ihren langen Weg zurück nach Berlin in gebückter Haltung durch Gänge, Tunnels und Labyrinthe endlich gefunden hatten, kamen sie noch rechtzeitig zu den Abendnachrichten nach Hause, in denen es hieß, bei dem in Köln am Vormittag gekidnappten Bus mit zugezogenen Gardinen, der den ganzen Tag von der Polizei beobachtet worden sei, lauerten noch immer Blindgänger. Die Kinderseite der Epoche.